Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit Rom und wir sind kurz vor dem Sieg. Ja, wir haben jetzt Armenien, wir haben Mesopotamien erobert. Genau, das Bosporus oder den Bosporus haben wir ja auch fast, also da fehlt nur noch eine. Und dann nur noch eine Stadt hier und dann war es das. Ja, hier eine Stadt. Und das machen wir alles diese Runde. Und dann, ja, war es das auch schon. Also, ja, diese Runde werden wir fertig. Krass. Nach all den Jahren der Sperrenplagerei. So. Warte. Diese Wolken, ne? Krieg erklären. So, dann du gehst mal lieber zurück, falls der irgendwie runterkommt. So, hui. Hier haben wir das da, hier haben wir das da, hier haben wir das da, hier haben wir ja das da. Hier, ja, machen wir mal die da, diese hier und wird eine Landwirtschaft. Gut, dann haben wir das und Runde beenden. Genau. Jupp, jupp, jupp. Genau, Jerusalem gehört auch wieder uns. Baktrien, mal schauen, was Baktrien macht. Okay, die ziehen sich zurück. Bis auf da. Genau. Nam, 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 nam. Ja, warte noch eine Runde, eine Runde. Ich muss noch das da erobern und dann können wir über Frieden reden. Hä? Ich bin doch hier drin. Knapper Sieg. Also an sich, ja komm, geben wir der eine Chance. Wir geben ihr mal eine Chance. Auch wenn es ziemlich idiotisch ist, mit der Flotte, also mit der Invasionsflotte eine richtige Flotte anzugreifen. Okay, also, hier ist mein General. Die vier werden abgestellt fürs Rammen und die werden katapultieren. Okay. Ich werde aber warten, bis er zu mir kommt. Hui! Flatsch. Hui! Ah. Hui! Ah, der war viel zu flach. Okay, eins haben wir schon versenkt. Und ich schieße einfach nochmal drauf, weil ich eh daneben schieße. Ah, knapp. Das ist jetzt auch weg. Verdammt. Weiter hoch schießen. Ah, das war zu hoch. Also mit Rechtsklick, mit Linksklick, sorry, brecht ihr das Ganze ab. So. Kommandant,
natürlich schon mal da. Und dann mache ich die mal platt. Unser General wird angegriffen. Ja. Verdammt. Ach, das war zu tief. Ah, ganz klar. Das war viel zu tief. Ja, auf dem Wasser zu zielen ist halt auch ziemlich schwer. Warte, was? Ach komm. Wie ihr bangt. Ach doch, schießt doch. Da müsst ihr nicht wanken. Schön drehen. Ah, das war zu viel gedreht. Guten Tag. Sorry. Das sind voll schöne Schiffe, so mit den Schwanenkopf und so. Schon, ne? Selber hey. Ja, also. Na komm. Na also. So, und dann diese da. Und dann letztes Schiff. Ah, viel zu tief. So, jetzt hat er aber. Gut, Verluste 40, passt. Verluste 1900, passt. Gut. Oh, ja, also. Segelgefechte, man muss halt wirklich irgendwie. Das ist schwerer als normale Gefechte, das ist klar. Aber an sich muss man sich nur merken. Rammen geht schneller und vor allen Dingen niemals mit einer Armee, die zu Wasser ist, eine gegnerische Flotte angreifen. Also kein Admiral angreifen, weil die Schiffe von denen sind halt wirkliche Kriegsschiffe und die haben verstärkte Rümpfe und so weiter. Also das macht überhaupt keinen Sinn. Genau. Genau. Und immer schön trinken. So. Boah, ich bin so gespannt. Also ich mache ja, habe ich schon mal geteasert. Ich mache bei jeder. Oh, da kommt ja wieder Saba. Die Reihenfolge, in der die Verstärkung das Schlachtfeld betritt. Warte mal. Optionen. Spieleinstellungen. Achso, hier. Keine. Danke. So, der kommt halt mit einer Balliste.
So. Dann verjage ich mal Sabba noch. Genau, wie schon erwähnt. Oder, oh, da kommt noch eine Pulse. Sehr schön. Das gefällt mir. So, genau. Nach jeder, also wenn eine Kampagne vorbeigeht, so wie Epirus zum Beispiel oder auch Rom bei Rise of the Republic, mache ich ja immer so ein, ja, so einen Abspann mit den Hauptarmeen, also die, die im Fullstack sind und die von, ja, die Schlachten gewonnen haben und so weiter. Eigentlich nur die, meine Hauptarmeen. Und da zeige ich halt, wie viele Schlachten die geschlagen haben und wie viele Kommandanten die hatten und so weiter. Und das, da bin ich mal sehr gespannt. Ein ehrenhafter Tod, Umsturz, Forschung, natürlicher Tod, natürlicher Tod, natürlicher Tod, alle sterben. Und hier habe ich jetzt alles fertig. Das hatte ich noch nie. Das ist so heftig. So. Gut. Dann... Sollen wir das spielen? Es ist halt sehr eindeutig. Wenn es über 18... Ja, okay. Na gut. Na gut. Schade. Ich hatte jetzt gehofft, dass es... ups. Dass es ein größerer Widerstand ist. Ah, naja. Gut, dann habe ich Rom. Britannien. Dann hier oben habe ich fertig. Also das habe ich. Jetzt jage ich die noch kurz raus. Hier. Hier ist auch eine... Hier, ja, okay. Also hier kommen jetzt ziemlich viele Feinde. Und der fängt an zu pöbeln. Das ist in Ordnung. Petra. Warte mal. Hier das da, hier das da, hier das da, hier das da. Ah, da oben. Okay, da oben habe ich die gebaut. Okay, hier werde ich dann nächste Runde angreifen. Dann schauen wir mal. Hier können wir ja jetzt alles auf Maximum hoch trimmen. Was noch nicht auf Maximum ist. Ja. So. Ja. Voll durchgespielt. So. Genau, hier bin ich fertig. Hier bin ich fertig. In Europa bin ich durch. Ja, komm. So.
Mach mir die mal fertig. Sehr schön, da gibt es nochmal eine Tradition. Genau, die sind jetzt meine Verbündeten. So, das habe ich fertig. Na, dann hole ich mir hier mal nochmal einen neuen General. Alter, jetzt bekomme ich aber nicht mehr ganz so gut. Vermächtnis aufstellen. Habe ich ein Vermächtnis? Nee, habe ich nicht. Dann einfach eine neue Armee aufstellen. Armee aufstellen. Und eins, zwei, drei, vier, fünf. Gut. So. Genau, die werde ich fertig machen, die dann rausschmeißen und dann. Legion 8 hat wieder was bekommen. Hier 3 Moral. Der hat auch was bekommen. Offensiv. Das ist gut. Der ist 72. Dann der bekommt noch was. Ja. Und weiter. Ah, Legion 6 habe ich vergessen. Gut, ah, cool, der Karthager geht jetzt scouten. Und genau, die Stadt verliere ich jetzt noch. Oh, der hat Kriegsgefanden. Kriegselefanten. Das wird nochmal spannend. Wahrscheinlich dauert es dann eine Runde länger. Oder beziehungsweise eine Folge länger. Also diese Runde machen wir wahrscheinlich dann nicht fertig, Schluss. Weil Baktrien ziemlich Klientelkönigtum. Genau. Jetzt nehme ich das auch an. Es war historisch nicht so korrekt, weil Rom hat nie mit Britannien Frieden geschlossen. Ja, britannische Konföderationen gab es so in dem Fall auch nie, also, naja. Gut, gut, gut. So, dann schauen wir mal, was Saba jetzt macht. Die greifen mich mit 2 Armeen an. Das machen wir jetzt noch. Das wird eine lustige Schlacht. Das ist ziemlich bewaldet. Das ist nicht gut für mich. Uiuiui, ziemlich bergig auch. Gut, dann hau ich mal die Katapulte hier hin. Die können ziemlich weit schießen. So hin, so. Dann die Kavallerie kommt hier in den Wald. Der General steht hier daneben. So, gepanzerte Legionäre hau ich hier hin. Evocati natürlich dahin, Gladiatoren hierhin und die dahin. Die verschiebe ich dann natürlich alle ein bisschen weiter nach vorne. Legionäre,
Warte. Es nähert sich feindliche Unterstützung. Ja. Aha, da. Da. Rinderschuss oder Signal? Hey, das ist cool. Stimmt, ich kann ja auf die Katapulte von denen schießen. Alter, wie steil das hier ist, ne? Alter. Wo schießt er drauf? Hier. Naja, Schaden hat es nicht wirklich gemacht. Uiuiui. Jetzt kann er nur noch mit einem schießen, was sehr praktisch für mich ist. Aber ich glaube nicht, dass dass ich den treffen werde. Ich stamp mir die dann mit der Kavallerie. Oder auch nicht. Unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt. Okay, das war gerade ein bisschen blöd. Unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt. Furchtlose Krieger! Demokratie! Kampfbereit und willig! Schneiden Sie in Stücke! So, mal schauen. Richtig schön in seinen Rücken rein. Und das macht er gerade auch mit mir. Nicht sehr schön. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Ja, die
Die haben die Munition fertig gemacht. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. So, jetzt können die wieder normal schießen. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Eieiei. Das ist auf jeden Fall ein spannender Kampf. So. Das ist gut. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Die muss hier bleiben. Ja, der da. Jetzt brechen sie zusammen. Sehr gut. Das ist sehr gut. General, du kannst jetzt auch mal töten. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Bitte nicht mehr schießen. Danke. Okay, ganz gewonnen ist es dann doch noch nicht. Nee, das war zu früh gefreut. Der kann eigentlich zuerst den töten, die töten den. So. Alter, die bleiben aber noch lange hier, ne? Gebrochen. Gut. Jetzt halt noch die restlichen einsammeln.
die da platt machen. Die werden jetzt platt gemacht. Ja, oder werden nicht so platt gemacht. Will der jetzt nicht einfach mal aufgeben? Was ist denn da los? So, endlich. Okay, die sind jetzt auch fertig. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt. Unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt. So, endlich. Knapper Sieg, naja. Jetzt zum Schluss. Aber, ja, war cool. War ganz cool. So, die Römer haben ja eh, die meisten ihrer Kämpfe waren wirklich gegen, was, warum ist der gestorben? Habe ich gar nicht mitbekommen, dass der eine fast tot war. Die römischen Gefechte waren Kriege waren häufig gegen Einheiten, gegen Armeen, die größer waren als ihre eigenen. Und aber gewonnen haben sie trotzdem meistens. Dip, 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 dip. Gut, dann würde ich sagen. Wir greifen euch des Nachts an und nichts wird überleben. Nicht eine Kreatur. So führen wir Krieg. Das ist lustig. Unsere Verbündeten und deren Verbündeten. Das Ding ist, die Boyer ist mein Klientel und die Boyer sind deren militärische Bündnisse. Tja. So. Ein edler Tod. Oh. Okay. Wieso steht da jetzt das Video beenden? Das ist blöd. Das ist sehr blöd. Ich will aber nicht beenden. Naja, egal. Ja. Und so. Ja. Haben wir jetzt gewonnen. Also, was jetzt noch fehlt, ist eigentlich nur noch dieser kleine Zipfel hier. Und natürlich wurde das wieder zurückerobert, was aber sehr realistisch ist, weil Mesopotamien wurde sehr schnell wieder zurückerobert. Und, ja. Wann. Ja, das. Okay, Datum 12 vor Christus.
Gehaltene Siedlungen 92, eroberte Siedlungen 192, also 100 habe ich verloren, okay. Warte, verlorene Siedlungen 104, eroberte Siedlungen 192. Am Anfang habe ich welche verloren. Okay. Erforschte Technologien 56. So viele gibt es anscheinend. Errichtete Gebäude 1200. Die meisten in gehaltenen Provinzen 30. Aktuelle Provinzen 29, weil Mesopotamien nicht mehr da ist. Einzigartige Ressourcen 9. Diplomatie, Wirtschaft, Gesamteinkommen 11 Millionen. Derzeitiges Gesamteinkommen 100.000. Ja, Streitkräfte aufgestellt insgesamt 40. Aktuelle Streitkräfte 16. Genau, gerade habe ich die meisten. Verlorene Generäle 111. Getötete Generäle 0. Das mache ich eigentlich nie, weil da politische Nachteile davon kommen. Genau. Insgesamt verlorene Einheiten 950. Vernichtete Einheiten 4800. Alter. Konflikte, ausgetragene Gefechte 459, selbstgeführte 178, Landgefechte, Hinterhaltsgefechte 10, Hafengefechte 5, Siedlungsschlachten 277, Lagerung, Siege insgesamt 357, Niederlagen. Absolute Niederlagen 92. Okay. Ja, gut. Dann würde ich sagen, mache ich jetzt den Abspann. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Die ganze Kampagne. Jetzt, bis am Schluss nicht mehr ganz so historisch. Also, das war aber mehr oder weniger klar, weil die Trennungen, die Rom durchgeführt hat durchlitten hat, sag ich mal, die kann man hier ja nicht nachspielen. Man könnte zwar jetzt Attila spielen, also da ist Rom getrennt, das heißt, es spielt um 300 nach Christus. Da wurde ja Rom in Ost und West getrennt. Rom war enorm im Arsch. Also die wurden dann. Wann wurde die? Wann? Ich glaube 500. Warte mal. Westrom fällt. Okay. Ostrom wird zu Byzanz und hält noch 1000 Jahre. Und genau. Das ist zum Beispiel richtig interessant, warum es bei uns heißt es dunkle Mittelalter. Und zur gleichen Zeit ist es im Osten das goldene Zeitalter. Und warum, das ist relativ einfach zu erklären oder zu sehen, weil Rom wurde in Europa komplett vernichtet. Also die ganzen Erkenntnisse, Schriften und so weiter aus Rom wurden verbannt und die Kenntnisse wurden ignoriert, also zum großen Teil, natürlich nicht überall. Die Kelten, die noch ein bisschen von der medizinischen und hygienischen Raffinesse von Rom noch mitbekommen haben,
die haben das so zum Beispiel Kräuter und so weiter, also Kräutermedizin und vieles mehr. Die haben das natürlich beibehalten, wurden aber dann von der Kirche auch vernichtet. Also die keltischen Schriften oder die barbarischen Schriften wurden verbrannt, weil es an also das wurde als Hexerei angesehen, weil diese ja die heidnischen Götter angebetet haben. Und deswegen wurde alles, was mit Kelten und Barbaren und so weiter oder ja mit, was von den alten Völkern übergeblieben ist, wurde als heidnisch angesehen und dementsprechend verbrannt, auch wenn es ja sehr großes Wissen war, das einfach ignoriert wurde. Es ist halt immer so die Fehler von Einzelnen, die an der Macht sind. Das war in Rom selbst auch so. Als paar Herrscher da waren, die haben Rom fast in den Untergang geführt. Und sowas bei der Kirche zum Beispiel auch so, dass paar Sachen, paar Priester und Päpste Entscheidungen getroffen haben, die einfach nur ja das mittelalterische Europa in die Dunkelheit geschmissen haben. Und das hat sehr lange gedauert, bis zum Beispiel in der Kunst kleine Bronzebüsten wieder gegossen werden konnten. Und bis dann die erste kolossale Bronzestatue wieder wieder entdeckt wurde, die Rom und Griechenland Jahrtausende davor perfektioniert haben. Es hat sehr lange gedauert, bis dieses verlorene Wissen wieder erlangt wurde. Und auf der anderen Seite, im Osten, war es eben so, dass Osten wurde von großen Mächten erobert, sei es jetzt Persien, sei es jetzt Griechenland und Rom. Und das Krasse war, im Osten wurde nichts zerstört. Also Persien war ein Großreich, das aus ganz vielen Reichen zusammen also kombiniert wurde. Und die Perser haben die Kunst der oder die Lebensweise der Unterdrückten oder also Einverleibten, sag ich mal, kopiert bzw. erweitert. Und Griechenland, als die Griechen die Perser vertrieben haben, also unter Alexander den Großen, gibt es übrigens auch ein Let's Play von mir, wo ich eben Alexander den Großen nachspiele. Da wurde auch nichts vernichtet, sondern auch kopiert und erweitert. Und genau dasselbe war mit Rom. Rom hat, weshalb Rom so gut war oder so stark war, weil Rom nichts vernichtet hat, sondern es hat die besten Eigenschaften der Feinde kopiert. Also so die ganze Kunst von Griechenland, von Kelten und so weiter. Also da kommt in Rom kommt alles zusammen. Und deswegen ist es ja so schwer, römische und griechische Kunst zu unterscheiden. Das meiste, was wir heutzutage haben, was griechisch ist, sind römische Kopien, weil aus Griechenland griechische Kunst haben wir kaum noch, weil die sehr oft häufig in Bronze gegossen haben und die bronzene Statuen wurden dann in den großen Kriegen, als es die Kanonen gegeben hat, wurden die eingeschmolzen. Auch als Byzanz eingenommen wurden, haben die Türken sämtliche, also Byzanz wurde von den Türken erobert
und zerstört. Und die haben zum Beispiel die also sehr viel Kunst zusammengetragen und eingeschmolzen und daraus eine riesige, eine ultra lange riesige Kanone gebaut, die eben die fetten Mauern von Byzantinopel zerstört haben. Und zurück zum Anfang zu kommen, deswegen war der Osten, ist der Osten nicht ins dunkle Mittelalter gedriftet, weil sie kannten ja die ganzen Hygienesachen, die ganzen medizinischen Sachen, die militärischen Sachen von Rom und Griechenland. Und deswegen hat im Osten wie lange, weiß ich jetzt nicht, haben alle Griechisch geredet, weil zum Beispiel Rom hat Griechisch auch unterstützt. Also, ihr wisst, was ich meine. Also, die haben die Sprache nicht verboten. Viele Römer waren ja auch Griechen. Und, so war der Wissensstand vom Fernen Osten, wurde nicht rekalibriert, sage ich mal. Also, die fingen nicht bei Null an, sondern die fingen, also Rom war zum Beispiel 100, dann fingen sie halt bei 80 oder so wieder an. Und, steigerten sich so. Und, in Europa war es eben nicht so. Gut. Lange geredet. Ich werde wahrscheinlich den Abspann und die ganzen Armeen werde ich während mein Gelaber durchgespielt haben. Weil sonst wäre das viel zu lange. Ich laber hier schon 50 Minuten. Gut, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ihr könnt sehr gerne in den Kommentaren schreiben, ob und welche neue Fraktion ihr haben wollt. Oder welches Spiel ihr sehen wollt. Like, sharen und so weiter. Könnt ihr ja. Hoffentlich sehen wir uns bei einem neuen Let's Play von mir. Bis dahin, macht's gut. Bye, bye.